Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe in diesem Monat stolze 17 Bücher gelesen. Ich kriege sie auch gar nicht alle zusammen auf den Arm. Es ist nämlich mega schwer. Wenn ich es jetzt versuche, fällt es vermutlich. Okay, ihr könnt es euch vorstellen. Ich stelle den Stapel jetzt mal kurz beiseite und dann erzähle ich euch zu jedem Buch, um was es geht. Zu viel kann ich aber nicht drauf eingehen, weil das würde einfach den Rahmen sprengen bei 17 Romanen. Es sind keine Comics, es sind Romane. Mein Lesemonat begann mit Chasing Dreams von Julia K. Stein. Ich verfolge sie schon super, super lange bei Instagram und sie dreht einfach super lustige Reels über das Autorendasein und das Lesen und Bücher und was noch alles dazu gehört. Ihr müsst auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich versuche es euch in der Infobox zu verlinken, wenn ich dran denke. Auf jeden Fall geht es hier um die Tänzerin, um die Ballerina Yuna, die am Montana Arts College angenommen wird. Und dort trifft sie auf Miles. Natürlich, wie soll es auch anders sein, in einem New Adult Roman geht es um die Liebesgeschichte der beiden, um die Vergangenheit der beiden. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Es ist auf jeden Fall der Reihenauftakt zu diesem Montana Arts Reihe, heißt sie, glaube ich. Oder Montana Arts College Reihe. Ich muss nochmal genau gucken. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir das Buch aus Sympathie Julia gegenüber gekauft. Und weil es mir einfach optisch sehr, sehr gut gefallen hat. Außerdem bin ich ein New Adult Fan. Ja, was soll ich sagen? Die Charaktere sind beide sehr ruhig. Was mal eine Abwechslung war, aber was zwischenzeitlich auch etwas zäh war. Aber sie hat uns schon versprochen, dass Band 2 wilder wird und darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Weiter ging es mit der Young Elites Reihe oder Young Elite, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Band 2 und Band 3. Band 1 habe ich schon im letzten Monat gelesen. Ich möchte euch jetzt nicht zu viel spoilern, was in Band 2 und 3 passiert, aber ich kann euch sagen, was im Klappentext zu Band 1 steht. Den habe ich leider ausgeliehen, sonst würde ich ihn euch zeigen. Also es geht auf jeden Fall um die Geschichte von Adelina. Sie ist ein Malfetto bzw. eine Gezeichnete. Es gab mal eine Krankheit, die hat verschiedene Kinder betroffen, also hauptsächlich Kinder betroffen. Es sind auch super, super viele dran gestorben. Und die, die überlebt haben, nennt man einfach Gezeichnete. Adelina zum Beispiel hat ihr linkes Auge verloren. Linkes Auge. und ihre Haare sind ganz seltsam verfärbt. Also jeder Malfetto hat eigentlich so eine Kennzeichnung. Einer hat zum Beispiel ganz silberne Haare, also man erkennt sie eigentlich auf den ersten Blick und jeder von ihnen, oder es gibt welche von ihnen, die haben auch eine gewisse Begabung und Adelina merkt plötzlich, dass sie eine solche Begabung hat, als sie gerade vor ihrem Vater flieht, der nicht gut zu ihr ist und ja, wie es weitergeht, ich kann nur so viel sagen. Adelina ist mal eine ganz, ganz andere Protagonistin, wie wir es kennen. Und ich hatte auch Schwierigkeiten, anfangs mich mit ihr zurechtzufinden. Aber ja, mehr möchte ich nicht sagen, sonst würde ich euch nämlich Band 2 und 3 spoilern. Weiter geht es mit A Reason to Stay von Jennifer Bankow. Ich habe das Ganze bei Lovely Books gewonnen und habe eine Leserunde dazu quasi mitgemacht. Ich hätte es mir aber auch so gekauft, weil... Leute, schaut euch das Cover an. Wer kann daran bitte vorbeigehen? Es ist mintgrün, meine Lieblingsfarbe. Es ist metallisch gesprenkelt und es ist ein wunderschöner, aber auch von wichtigen Themen durchzogener New Adult Roman, würde ich jetzt mal behaupten. Es geht auf jeden Fall um Sybil. Sie möchte unbedingt im Museum arbeiten und möchte unbedingt eine Stelle im Museum haben. Und hat dort auch ein Bewerbungsgespräch. Kurz davor versucht sie noch so ein bisschen bei den Kuratoren zu schleimen, indem sie ein Event besucht. Dort trifft sie auf Cedric. Und Cedric wirkt auf den ersten Blick super, super lässig und cool. Aber dann erfährt man nach und nach, mit welchen Dämonen er zu kämpfen hat. Nennen wir es mal so.
Ich fand es auf jeden Fall super, super schön. Ich kann es euch nur ans Herz legen und ich glaube, ich habe sogar auch 5 Sterne vergeben. Bevor ich es jetzt vergesse, die Bücher sind nicht in irgendeiner Reihenfolge hier im Lesemonat gewesen, so wie ich sie euch zeige. Ja, ich habe mit Chasing Dreams angefangen, aber es waren 17 Bücher. Ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, welches ich wann gelesen habe. Nur vorab. So. Weiter geht es mit einem Buch, das mich leider nicht so überzeugen könnte. Vatermilch von Max und Jakob. Das sind zwei Männer, zwei Jungs, ja auch eigentlich Männer, die auch einen Podcast haben. Ich versuche ihn euch auch unten mal zu verlinken. Ich finde ihn mega witzig. Stellenweise, ja, gewöhnungsbedürftig, aber im Großen und Ganzen super witzig. Dachte, das Buch ist dann bestimmt auch mega witzig, aber leider nicht. Also es ist wie im Podcast so ein bisschen abwechselnd beschrieben. Also so eine Frage und dann gibt jeder von ihnen quasi eine Antwort. Manchmal kommen da aber so Sachen drin vor wie, ja, also eins ist mir extrem in Erinnerung geblieben und da hatte ich echt überlegt, ob ich das Buch abbreche. Da hieß es dann, die Frau war beim CTG, also es geht um Vaterschaft vorab. Die Frau war beim CTG und warum soll der Mann da mit? Das ist doch langweilig, die Herztöne zu hören. Und ich als Mama denke mir so, die Herztöne meines ungeborenen Kindes, das noch in meinem Bauch ist, zu hören. Das war eine der schönsten Erfahrungen, die ich machen konnte. Und wenn dann einfach sowas gesagt wird, da schaltet es bei mir ab. Und dann musste ich auch das Buch zur Seite legen und musste erstmal durchschnauben und habe, glaube ich, 3 Tage nicht mehr reingeguckt. Dann kam natürlich mein Monk wieder heraus und dann habe ich es halt doch beendet, aber ich würde es nicht nochmal lesen, sagen wir mal so. Machen wir mit einem Buch weiter, das ich extrem gefeiert habe und worauf ich auch extrem hingefiebert habe. Das spiegelt es ein bisschen. Zepter aus Licht von Mara Wolf. Es geht ganz, ganz schnell gesagt um eine junge, ich will es nicht sagen, Schatzsucherin. Sie wird angeheuert, wenn man einen verloren geglaubten Gegenstand wiederhaben möchte. Also es geht hauptsächlich um Kunstgegenstände, wie zum Beispiel Gemälde oder Statuen etc. Und in diesem Fall wird sie angeheuert, das Zepter aus Licht zu suchen. Und nicht einfach von einem Kunstsammler, nein, von Engeln. Von Erzengeln, von Göttern und Co. Das Ganze wirft sie quasi in die ägyptische Mythologie, was ich extrem gefeiert habe. Ich habe das Buch mit 3 Buchbloggern zusammengelesen und wir waren alle schlichtweg begeistert. Für meinen Geschmack war es ein bisschen too much Recherche, also das war wirklich alles so haargenau und wann ist der Ramses geboren und wann ist der und der geboren und wer mit wem zusammen und wer hat wen nicht leiden können und was war mit Salomon und was war mit Kain und Abel und was war mit David und Goliath und Co. Es war irgendwann einfach zu viel und dann hat das Hirn abgeschaltet, leider Gottes. Aber man merkt einfach, dass die Autorin aus diesem Bereich kommt und ich glaube, sie hätte noch 30 weitere Seiten pro Kapitel über die Geschichte Ägyptens schreiben können. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ich habe ihm 4,5 Punkte gegeben wegen diesem kleinen Kritikpunkt. Aber ansonsten, ja, im Oktober kommt die Fortsetzung und ich freue mich schon sehr. Weiter geht's mit A History of Us 1 und 2. Ich glaube, die beiden habe ich innerhalb von 3 Tagen durchgesuchtet, weil mir die Geschichte einfach so gut gefallen hat. Es geht nämlich um einen Mittelaltermarkt. Oh, heute habe ich aber auch Wortfindungsstörungen. Mittelaltermarkt. Im ersten Band geht es um Emily. Sie ist aktuell in Willow Creek und hilft ihrer Schwester, die einen Unfall hatte, die halt jetzt Reha macht und alles in ihrem Alltag nicht mehr ganz so gut handhaben kann. Ja. Sie hilft dann ihrer Nichte quasi an einem Mittelalterfest teilzunehmen. Da geht es irgendwie dann drum, sie kann nur mitmachen, also die Nichte kann nur mitmachen, wenn ein Erwachsener auch von ihrer Seite aus mitmacht. Und Emily lässt sich dann halt breitschlagen und wird eine Tavernendirne. Ja. In Band 2 geht es dann um die zweite Tavernendirne, Stacy. Die
betrunken einem Flirt des Mittelalterfestes schreibt, bei Instagram, betrunken, sollte man nicht tun. Und ja, dann eine lustige Geschichte zwischen den beiden entsteht. Aber was das genau ist, möchte ich nicht verraten, weil es lässt sich einfach nicht so viel sagen, ohne euch zu spoilern. Ich kann es euch nur wirklich ans Herz legen. Im Dezember kommt Band, im März kommt erst Band 3. Dezember war ja ein anderes Buch. Ach ja. Im März kommt Band 3 und die Geschichten sind wunderschön. Es muss sie jeder New Adult Fan gelesen haben. Ich liebe sie. Kommen wir zu einem Buch, das mindestens schon 2 Jahre auf meinem Sub gelegen hat. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gelesen habe. Es hat mich eigentlich immer noch angesprochen, aber es ist irgendwie total untergegangen. Dann habe ich es auf meine 21 für 21 Liste geschrieben, damit ich einfach ein bisschen Ansporn habe, es auch zu lesen. Auf jeden Fall geht es um Jamie. Jamie kommt gerade aus dem Knast und will sein Leben grundauf ändern. Dann trifft er auf Ellie. Sorry, ich hab's ja nicht immer so mit Namen. Dann trifft er auf Ellie und die weiß natürlich nichts von seiner Vorgeschichte. Sie ist auch gerade frisch getrennt und möchte sich eigentlich auch auf Nino einlassen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Die beiden lernen sich kennen, verbringen eine tolle Zeit und ja. Dann holt sie die Vergangenheit ein. Ich habe dem Ganzen, glaube ich, 3 Sterne gegeben. Ja, also ich würde mal sagen, es war eine süße Geschichte, aber es hat mich jetzt auch nicht so gefesselt, dass ich sagen würde, ich muss jetzt unbedingt Band 2 lesen. Machen wir weiter mit New Chances von Lily Lucas. Ich habe mich ganz lang davor gedrückt, es zu lesen. Ich habe es direkt zum Release gekauft, aber es ist der Reihenabschluss. Und da ich die Reihe einfach so unfassbar toll finde und liebe und das Setting und ich würde einfach nach Green Valley ziehen, wenn es es geben würde, habe ich halt einfach gedacht, nein, wenn du es nicht liest, dann hört die Reihe auch nicht auf. Ja, irgendwann hat es mich dann aber doch gepackt und ich wollte wissen, wie es weitergeht. In dem Band geht es nämlich um Leonie, die neu in der Stadt ist und eigentlich nur per Zufall in der Stadt landet, und Sam, den wir schon aus den vorigen Bänden als Barkeeper in Ollis Kneipe kennen, in Ollis Sportsbar. Sie ist Bierbrauerin und möchte eigentlich ein Praktikum machen in den USA, ist dafür extra von Deutschland angereist, nur leider ist die Brauerei abgefackelt. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, ja. Und dann landen sie per Zufall in Green Valley und die beiden lernen sich kennen. Was danach passiert, lest ihr am besten selbst. Machen wir weiter mit Try and Trust. Im vorigen Monat habe ich ja schon Band 1 gelesen. Dort lernen wir auch Mathilda und Anthony aus diesem Band kennen. Und Mathilda ist so die Taffe in der WG, die beste Freundin von Bryony und auch so ein bisschen die Beschützerin von Bryony. Und als sie mitkriegt, dass Anthony und ihre beste Freundin Bryony sich näher kommen, macht sie sich Sorgen, weil sie einfach nicht will, dass sie verletzt wird, weil sie einfach schon viel mit ihr durchgemacht hat, auch psychisch gesehen. Also macht Mathilda sich auf den Weg zu Anthony, um ihm zu sagen, dass er die Finger von ihrer besten Freundin lassen soll. Er sagt, er macht das nur, wenn sie sich bereit erklärt, für ihn nackt Modell zu stehen, weil er Künstler ist. Ja, gesagt, getan. Und dann beginnt ihre Geschichte eigentlich. Es geht um Familiendrama, es geht um, ja, eine schlechte Vergangenheit und ganz viel Liebe. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich finde, die Reihe ist einfach mega, mega schön. Machen wir es kurz. Das nächste Buch habe ich mit Maler zusammen gelesen. Wenn ihr auf meinen Vlog von letzter Woche schaut, da habe ich euch den Klappentext gezeigt. Ich habe super, super gefeiert, das Buch. Ja, gut, Maler ist noch ein bisschen klein. Die hört eigentlich nur zu und guckt Bilder. Aber wenn ihr wissen wollt, um was es geht, schaut euch gerne den Vlog an. Ich kann es aber auf jeden Fall jedem Mama und jedem Papa ans Herz legen, das Buch zu lesen. Dann habe ich noch eine ganze Reihe für euch. Die Duty and Desire Reihe. 3 Bände, 3 Freunde, 1 WG. Im 1. Band geht es um Charlie und Eva. Charlie ist auf der Polizeiakademie und ist dort quasi
oder arbeitet unter seinem Bruder. Sagen wir es mal so. Der Bruder leitet quasi die Ausbildung. Und Eva hat eigentlich so eine Tradition, sie bleibt immer nur einen Monat mit einem Mann zusammen und dann reist sie weiter. So kann sie nicht verletzt werden. Ja, dass das nicht funktioniert, wissen wir alle jetzt schon und rutschen dann auch schon in Band 2. Dort geht es nämlich um Jack, den besten Freund von Charlie, der sich Hals über Kopf verliebt, obwohl er eigentlich ein Nichtsnutz ist und sein Leben null im Griff hat. Das Mädchen zeigt ihm aber, dass er eigentlich viel mehr ist, als seine Freunde von ihm denken. Und kommen wir schon zu den Freunden. In Band 3 geht es nämlich um den Bruder von Charlie, wie heißt er denn nochmal? Leutnant Greer. Genau, Greer heißt er. Da geht es um die Liebesgeschichte zwischen Greer und Danica, die dritte WG-Mitbewohnerin. Ja, dass das nicht erlaubt ist, wissen wir alle. Er ist ihr Ausbilder, sie ist seine Auszubildende. Dass da Drama vorprogrammiert ist, ist auch klar. Ich habe die Reihe in einem Rutsch gelesen. Ich kann sie euch wärmstens empfehlen, wenn ihr nicht ganz so zarte Gemüter seid. Also gerade Band 2 fand ich manchmal sehr vulgär geschrieben, wo ich dann auch schon dachte, muss das sein, muss das sein, muss das sein. Aber an und für sich fand ich die Reihe echt genial. Kommen wir zum vorletzten Buch und ich muss gar nicht so viel sagen. City of Bones. Ich mache ein Reread, weil die liebe Jana von Janas Büchertraum auf mich wartet bei Band 3. Sie hat den Reread schon irgendwann im Laufe des Jahres angefangen und ich habe gesagt, ich steige dann mit ein. Über die Schattenjäger muss ich euch, glaube ich, nicht so viel erzählen. Ich denke, jeder kennt sie. Ansonsten, wer sie nicht kennt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Dann mache ich nochmal ein extra Video zu den Schattenjägern. Da kann ich euch nämlich ganz, 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 ganz viel erzählen. Aber was ich euch zeigen wollte, ich habe es natürlich auf Deutsch gelesen. Das ist die englische Variante. Aber diese 10-Jahres-Variante, 10 Jahre Shadowhunter, ich liebe es. Ist sie nicht wunderschön? Ja, I loved. Kommen wir zu meinem letzten Buch. Das war Die Nebel von Sky. Das Buch hat schon ewig auf meiner Wunschliste gelegen. Irgendwann letztens mal habe ich es bei Rebuy gekauft und es hatte tatsächlich keine Leserillen. Ich habe es nämlich schon dreimal bestellt und es hatte dreimal ausgesehen wie Arsch. Sorry. Und ich habe es jedes Mal wieder zurückgeschickt. Jetzt habe ich eins bekommen, das keine Leserillen hat und ich habe es gelesen innerhalb von 2 Tagen und geliebt. Es geht um Enya und ihre Familie. Sie werden von Tante Mathilda auf ein altes Schloss, eine alte Burg in Schottland eingeladen. Und dort geht nichts ganz so mit rechten Dingen zu. Also ich bin ja ein kleiner Schisser. Ich muss sagen, ich hatte zwischendurch, auch wenn das Buch für 12-, 13-, 14-Jährige auch geschrieben ist, richtig Gänsehaut, weil mich Geistergeschichten immer gruseln. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es war so, so, so schön, das Buch. Und ich liebe ja Schottland, ich liebe die schottischen Mythen, ich liebe Feen, ich liebe das Ganze. Und vor allem spielt es auf der Isle of Skye. Dort sollen ja ganz viele Feen existieren. Ob die auch in dem Buch vorkommen? Who knows? Ihr Lieben, das war mein Lesemonat August. Ich habe echt noch nie in meinem Leben so viele Bücher in einem Monat gelesen. Noch nie. Ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe, aber irgendwie waren es auf einmal 17. I don't know. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal erzählt, welche Bücher davon ihr auch vielleicht gelesen habt, wie ihr sie fandet und wie euer Lesemonat gelaufen ist. Habt ihr 2 Bücher gelesen? Habt ihr 3 Bücher gelesen? Habt ihr 30 Bücher gelesen? Es soll Leute geben, die schaffen wirklich ein Buch am Tag. Also schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, ciao.